Aus 5 macht 3, Teil 2. Hier kommt also der zweite Teil meiner 5 Kilo Äpfelverwertung und verwendet habe ich die oberleckere Sorte Jonagold. Ein süß-säuerlicher Apfel, hervorragend geeignet für Apfelkompott. Wie ich das mache, zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für dieses Apfelkompott bestehen aus 2 Kilo Äpfel, Saft einer Zitrone, 300 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Bourbon-Vanillepaste, 150 Milliliter Weißwein trocken und Wasser. Die Äpfel gut waschen und schälen. Ich benötige die Schalen später noch für weiteres, deswegen wasche ich den Apfel vorher. Dann die Äpfel vierteln oder achteln, vom Kerngehäuse befreien und zerkleinern. Alles in einen Topf geben, Zucker dazu und dann das Wasser, in dem die Äpfel vorher waren, dazugeben. Kurz aufkochen lassen und im nächsten Schritt kommt der Weißwein hinzu. Dann den Deckel drauf und alles ca. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, je nach Größe der Apfelstücke. Danach in saubere, heiß ausgespülte Gläser abfüllen und die Gläser auf den Kopf stellen. Und jetzt verrate ich euch einen von 3 Gründen, warum ich meine Gläser immer auf den Kopf stelle. Nach 3 Minuten drehe ich sie wieder um und wenn sie dann Luft ziehen, das hört man, weiß ich, die Deckel waren nicht dicht. Ab und zu kann man sogar sehen, dass Flüssigkeit aus den Gläsern herausläuft. Wenn das passiert, muss schnell gearbeitet werden. Deckel ab, ein anderer Deckel drauf und das Ganze nochmal umdrehen. Wieder für 3 Minuten und wenn alles in Ordnung ist, dann noch beschriften, dann ist das Apfelkompott fertig. Hier oben gelangt ihr zum Teil 3 meiner 5 Kilo Apfelverwertung. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.